Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weihnachtlichen Apex Legends Video auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ihr hattet alle gestern einen schönen heiligen Abend mit der Familie, habt euch schön beschenken lassen und natürlich auch selber etwas hergeschenkt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und heute haben wir den ersten Weihnachtsfeiertag. Und wir sehen hier schon, der Weihnachtself Crypto, dem geht's nicht so gut und der ist ein bisschen grimmig drauf. Das kann man schon gut erkennen, hat natürlich auch seine Gründe. Erstens, er hat heute früh kein Frühstück bekommen. Das ist natürlich schon mal ganz ungünstig. Zweitens, ihm liegt immer noch das Essen von gestern Abend etwas schwer im Magen und das stößt natürlich ungünstig auf. Kann ich verstehen. Und drittens, er hat immer noch kein eigenes Erbstück bekommen. Und ja, also, ne, Crypto, ich kann verstehen, dass du wegen diesen drei Gründen etwas mies drauf bist, etwas grimmig reinschaust. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ich werde versuchen, dich ein bisschen aufzumuntern. Wie, fragst du? Naja, das ist nämlich ganz einfach, denn ich dachte mir, wir öffnen heute passend zum ersten Weihnachtsfeiertag 50 Apex Packs. Ja, ich weiß, es sind 51, aber da ist ein legendäres dabei, das ich nicht selbst erworben habe und deswegen, ja, sind es halt 51, aber wir öffnen die jetzt und ich bin echt gespannt, was wir so rauskriegen. Das letzte Pack Opening ist gar nicht mal so weit her, also ich werde es auch jetzt oben rechts verlinken, falls ihr das gerne sehen wollt. Das war auf jeden Fall auch episch. Dort haben wir 100 Packs aufgemacht. Das war eine richtig kranke Sache und haben richtig Crafting Materials abgesahnt. Das war unfassbar. Deswegen bin ich heute auch mal wieder, hey, wo ist es jetzt hin? Ist weg? Nee, Alter. Boah, kurzen Schock bekommen, dass die Apex-Packs weg wären. Das wäre es jetzt noch gewesen, ey. Oh Mann. Kleiner weihnachtlicher Schock, das ist doch schön. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute alles rausziehen werden. Ich denke, wir sahnen auch wieder richtig viele Herstellungsmetalle ab. Und wer weiß, ich meine, ich habe jetzt auch schon lange kein Erbstück mehr aus den Packs gezogen. Vielleicht ist ja eins dabei. Fangen wir an mit dem ersten legendären Pack, was ja definitiv eine goldene Sache beinhalten wird. Und dann hoffen wir mal, dass dieser Crypto hier danach ein bisschen besser gelaunt ist. Oh, was wird's? Komm, was Geiles Legendäres jetzt. Gönn mir irgendwas Nices. Ein Abzeichenrahmen für? Müsste Octane sein, oder? Pathfinder? Ja, okay, ne? Da habe ich schon echt bessere Rahmen gesehen. Schade eigentlich. Ich finde allgemein die legendären Rahmen echt nicht so krass. Aber gut, ich freue mich natürlich trotzdem drüber. Hat ja auch nicht offiziell zu den ersten 50 Apex-Packs dazugezählt. Deswegen ist es ganz okay. Das habe ich ja quasi gratis bekommen. Und deswegen, ja, starten wir jetzt mit den 50 Stück. Komm schon, ein Erbstück muss dabei sein. Okay, ich merke jetzt schon nach den ersten zwei Packs, die Welle an Crafting-Metallen wird fortgesetzt. Oh Mann, Alter, ich werde wieder so viele Crafting-Metalle rausbekommen, das ist unfassbar. Das wird richtig geil, weil ich einfach schon so viele blaue und weiße Sachen besitze, dass sich das Spiel halt sagt, hey, ich kann ihm nichts mehr geben. Guckt euch an, ich gebe ihm einfach Crafting-Metalle. Aber bin ich zufrieden, absolut geil, weil damit kann ich mir dann herstellen, was ich möchte. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Oh ja, ich werde wieder so viel rausziehen. Also ich gebe wieder eine Schätzung ab. Wir haben danach 50 Packs. Ich würde sagen, über 6500 Crafting-Metalle. Ich hatte zum Start, hatte ich 4400 irgendwas. Und ich sage, wir kommen über 6500. Also ich glaube, wir machen mehr als 2000 Crafting-Metalle in diesen 50 Packs. Ich bin gespannt und ich will ein Erbstück, Mann! Uff, okay, endlich mal was Lilanes. Ein Repeater-Skin, natürlich. Aber der ist ganz geil, deswegen ist okay. Aber trotzdem, die Ausbeute in den ersten 10 Packs war ein bisschen mager jetzt, ne? Also ich freue mich natürlich über die Crafting Medals, ohne Frage. Aber ich wünsche mir schon, dass da so die ein oder andere legendäre Sache dabei wäre. Würde ich auf jeden Fall feiern, aber gut. Komm, was wir eigentlich wollen, ist ein Erbstück. Das wäre doch die niceste Sache. Stell dir mal vor, das wäre jetzt ein Erbstück direkt gewesen hier. Schade drum, aber der Seal-Skin ist auch cool. Der ist zwar nur weiß, aber ich finde, der sieht extrem episch aus. Dieses Türkis und dieses Gold, ja, finde ich sehr, sehr nice. Das gefällt mir. Ist mal eine schöne Abwechslung für Sie. Okay, wieder was Lilanes hier. Und noch ein Seal-Skin. Ja, für den Kollegen habe ich halt echt nicht so viele Skins, aber auch den finde ich tatsächlich ziemlich okay.
Ja, doch. Wenn ich mal ein bisschen mit Ziel durchwechseln will, den müsste ich eigentlich, by the way, auch mal wieder spielen. Den habe ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr auf meinem Kanal gebracht. Ich glaube, eins der nächsten Videos wird mit Ziel sein, Leute. Dann kann ich hier ein bisschen mit den Skins durchwechseln. Das ist doch auch ganz nice. Komm schon, jetzt ein Erbstück. Ah, schade. Das wäre auch zu geil gewesen. Aber wieder schön viele Crafting Medals. Okay. Oh, okay, wieder was Episches. Oh, jawohl, darüber freut man sich doch. 200 Stück gleich. Nice. Oh, okay. Komm schon, irgendwas Nices. Ah, ein Talisman. Aber gut, den hatte ich noch nicht. Der ist tatsächlich ganz nice. Das ist dieser Nichtswandlerhelm von Brave. Das ist geil. Okay, das finde ich aber nice. Das sieht extrem episch aus. Geil. Ah, schon wieder was Episches, okay. Die 10 Packs waren auf jeden Fall besser. Devotion Skin. Ist aber tatsächlich auch okay, weil für die Devotion habe ich tatsächlich nicht so viele. Und auch nicht viele, die ich feiere. Und der ist echt eigentlich voll in Ordnung. Deswegen nehme ich den sogar mal. Okay, Leute, komm. 30 Packs noch, ein Erbstück. Das muss da drin sein. Ich fühle es. Wir müssen den Crypto glücklich machen. Auch wenn er dann natürlich nicht sein Erbstück bekommt. Aber trotzdem, ihn wird es für eine andere Legende freuen. Crypto ist Weihnachtself. Der teilt gerne mit anderen die Freude. Und deswegen würde er sich natürlich dann auch freuen. Ha, schade. Aber wieder schön viele Crafting Medals. So wollen wir das doch sehen. Ah, wieder was Episches. Okay. Eine Abzeichenpose für Bloodhound. Versuch's doch. Die ist ganz geil. Die fühle ich. Okay, nice. Freue ich mich drüber. Ah, okay. Ein epischer Pathfinder-Skin in grün. Ja, doch, der ist in Ordnung. Ich feiere ihn jetzt nicht zu 100%, aber der ist in Ordnung. Oh, okay. Das Pack klingt schon besser. Yo, yo. Nice. Okay, wir haben auch endlich mal ein nices Banner für Wraith. Sehr, sehr geil. Und meiner Meinung nach sogar eins der besten für sie. Sehr nice. Okay, also das appreciate ich jetzt schon sehr krass. Komm, jetzt ein Erbstück. Ah, schade. Aber, es ist jetzt nur weiß-weiß-blau. Aber Leute, was habe ich euch immer gesagt und was ist auch Tatsache? Man muss die kleinen Dinge appreciaten. Und wenn man die kleinen Dinge appreciated, dann ist man auch bereit für was Großes. Deswegen werde ich mich jetzt extrem über alle blauen und weißen Sachen freuen. Und vielleicht haben wir dann das Glück und ziehen in den letzten 20 Packs einfach noch ein Erbstück, ne? Also komm, wir freuen uns jetzt. Ich muss mich freuen. Blau, weiß, weiß. Das ist doch schön. Ein Repeater-Skin, der absolut hässlich ist, aber ich freue mich drüber. Oh yeah, oh yeah. Ich muss mich freuen, weil ich will in den 19 Packs noch ein Erbstück. Okay, so, genug gefreut schon wieder. Ah, schade. Okay, aber egal, egal. Wir appreciaten es. Weiß, weiß, blau. Ich freue mich. Okay, komm. 9 Packs noch. Die Top 10 ist schon begonnen. 10. ist es nicht, aber vielleicht die 9. Komm schon. Ah, okay, schade. Aber was Episches, okay. Oh, ein Flatline-Skin. Das ist auch ziemlich geil. Und vor allem Auge des Sturms ist einfach ein mega nices Design. Da freue ich mich tatsächlich wirklich drüber. Weil auch für die Flatline, da hängen wir so ein bisschen im Moment die legendären Skins so ein bisschen zur Nase raus. Deswegen freue ich mich über diesen epischen absolut. Und nimm den auch gleich. Nice. Aber wer weiß, ist es die Nummer 8. Komm schon. Ah, okay, aber wieder was Episches. Rampage-Skin. Okay. Ich mag die Waffe zwar nicht, aber der Skin ist nice, deswegen gönne ich mir mal. Komm, die magische Glückszahl 7. Let's go. Komm schon. Ah, schade. Das wäre auch zu nice gewesen, oder? Aber okay, ich beschwere mich nicht. Dreimal blau, kann sich sehen lassen. Ah, die 6 ist wahrscheinlich nicht. Nee, 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 nee. Schade.
Die 5 ist es auch nicht, weil es ist nämlich die 4, Leute. Ah, okay, okay. Jetzt ja, jetzt. Ich spüre es. Ah, schade. Okay. Dann ist es die 2. Die 3 kann es nicht sein. Da brauchen wir uns keine Hoffnung machen. Nee. Sag ich ja. Die 3 ist es nicht. Die 3 kann es nicht sein. Aber die 3 war ganz okay, ne? Also kann man nicht meckern. So, jetzt komm. Ich will diesen Sound hören. Dieses Piu, Piu, Piu. Und dann Erbstück. Let's go. Schade. Aber immerhin eine geile Pose für Valkyrie. Das ist nice. Das ist tatsächlich nice. Okay. Ist es das letzte Pack? Das wäre natürlich jetzt ein Oberknüller. Komm schon. Für den Crypto, damit er nicht mehr so traurig ist. Das können wir doch nicht verantworten, Apex und Respawn. Ihr müsst doch den Crypto glücklich machen. Komm schon. Es müssen jetzt hier Erbstücksplitter rauskommen. Let's go. Komm schon. Ich will es sehen. Ha, schade. Schade. Aber okay, nochmal zweimal blau. Ist okay. Dann muss aber im nächsten 100er Pack Opening, müsste dann aber safe ein Erbstück dabei sein. Weil ich glaube, ich müsste bald die 500 schon wieder voll haben, oder? Oder verschätze ich mich gerade komplett? Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Erbstück aus einem Pack gezogen? Das müsste in eines der Pack Openings gewesen sein, glaube ich, oder? Ja gut, dann könnte ich es mir hochrechnen eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Egal, trotzdem. Es war nice, es waren ein paar geile Sachen dabei. Und jetzt ist die Frage, wie viele Crafting-Metalle haben wir jetzt? Ich habe gesagt 6.500 oder drüber. 7.200! Yo, Alter, okay, wir haben wieder viel mehr bekommen, als ich geschätzt habe. Alter, 7.190 Herstellungsmetalle. Das ist so krank viel. Damit kann ich mir halt Real Talk, wenn das nächste Event kommt, mir genau die Skins herstellen, auf die ich Bock habe. Das ist mega nice. Das ist mega, mega nice. Und schau, ja, sogar der Crypto hat kurz gelacht. Ich habe es genau gesehen, oder? Komm, Crypto, schenk mir dein schönstes Lächeln. Er schmunzelt, oder? Kann man als Schmunzeln durchgehen lassen, würde ich sagen. Ah, schade. Komm, ich will dein Lächeln sehen, Kollege. Ich will, dass du mich anlächelst. Ja, guckt. Er lächelt. Also wenn das kein Lächeln ist, dann weiß ich nicht mehr, oder? Also komm. Er freut sich. Er will es bloß nicht zugeben, okay? Ja, merke ich schon. Er freut sich, aber er will es nicht zugeben. Das ist okay. Er freut sich, dass wir 7200 Herstellungsmetalle haben und damit uns ja vielleicht sogar einen Finisher für Krypto kaufen können. Zum Beispiel den Drohnenscan. Nee, sorry, Bro. Dafür spiele ich dich zu selten. Du bekommst leider keinen Finisher von mir. Und schon ist sie wieder schlecht drauf. Ach komm, die kann man es aber auch nicht recht machen, oder? Eieieiei. Naja, gut, Leute. Wir haben richtig geile Ausbeute gemacht. Wir haben hier mal wieder über 2500 Herstellungsmetalle bekommen. Das ist schon wieder unfassbar. Also, ich beschwere mich nicht. Es war zwar leider kein Erbstück dabei, aber weil heute kein Erbstück dabei ist, heißt es, dass im nächsten Pack-Opening eins dabei sein muss. Leute, falls euch gefallen hat, wünsche ich euch noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag und ja, lasst gerne eine positive Bewertung da und wenn ihr weiterhin Bock auf solche Pack-Openings habt, immer die spannendsten Gameplays sehen wollt, immer die neuesten News rund um Apex Legends wissen wollt und natürlich die besten Guides bekommen möchtet, dann lasst mir gerne ein weihnachtliches Abo da. Ich würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen am zweiten Weihnachtsfeiertag zum nächsten Video. Und lasst dem Crypto in den Kommentaren mal ein bisschen Aufmunterung und Liebe da. Er würde sich freuen. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.